5. Die liegt nur so 4 Zehntel hinter Lenato. Zrinka Ljutic, die ist erst 18 Jahre alt. Dreimal in den Top 7 schon in dieser Saison. Also ein großes Talent, da sagen sie schon, das ist so eine... Kleine Kostelic. Kleine Kostelic. Schau mal, wie die davon loslegt. Wahnsinn. 700. Unfassbar. Und das sieht man auch. Es geht noch absolut zu fahren bei dieser Piste, auch wenn kleine Spuren drin sind. Ja, aber die trifft die Spuren super. Das sieht man hier an der Einstellung von hinten. Schau dir das an. Wie die da an jedem Tor beschleunigt und in diese... Boah, jetzt hat sie gerade ein bisschen die Linie verloren, aber... Das kann natürlich passieren, wenn man so schnell dran ist. Jetzt bin ich gespannt, wie sie die schwierige Stelle meistert, weil die ist wirklich schnell. Dürreck. Ja, gut, nicht perfekt, aber war auf jeden Fall in Ordnung. Also die fährt da jetzt vorne rein, wenn nichts mehr passiert. Jetzt muss Lena Dürr um Platz 3 zittern. Ja. Boah, stark. Und den ist sie jetzt los. Die Wahnsinn. Schiebt sich da zwischen Schifrin und Dürr auf Rang 3. Klasse. Ja, da kommt mal wieder eine. Kleines Wunderkind. Und kannst du ja auch noch dran erinnern an die Kostelic. Der Vater Ante Kostelic, der war ja bekannt für so schwierige Läufe. Das scheinen sie irgendwie im Blut zu haben, gell? Ja, ja. Das, ich kann mich auch erinnern, also das machen die so aus den Ostländern gerne mal mit diesen schwierigen Läufen. Ich habe nämlich bei der Ski-WM 2009, weil die Serie hat Šaka Sarovskas Vater den